Hallo, im Kapitel 4 wollen wir uns mal die grundlegende Programmbedienung anschauen. Ich habe hier schon mal eine Datei geladen, wo Lautsprecher auf dem Workspace angelegt sind. Diese Lautsprecher tauchen hier in einzelnen Symbolen auf. Die Verkabelung folgt hier von oben nach unten den Lautsprechern, wie ich das mit der Maus gerade angedeutet habe. Diese einzelnen Objekte bzw. Lautsprecher lassen sich markieren, entweder durch einfaches Klicken oder durch Box Select, also klicken, halten und einen Rahmen ziehen. Man kann auch die Kontrolltaste gedrückt halten und so Mehrfachselektionen vornehmen. Hier nochmal ein Box Select. Markierte Lautsprecher lassen sich verschieben durch gedrückt halten der linken Maustaste und dann bewegen. Das lässt sich verhindern, indem man oben mit Lock die Position abschließt. Dann kann man nicht aus Versehen die Lautsprecher auf dem Bildschirm verschieben. Ich schalte das wieder frei. Die Lautsprecher lassen sich wie gehabt aufklappen durch diese Pfeiltaste. Ich klappe es auch wieder zu. Auch S30 lässt sich aufklappen. Genauso der DRK20M motorisierte Flugrahmen. Als nächstes möchte ich hier Einstellungen vornehmen, die ich auch lokal hinten an der Box einstellen würde. Dafür klicke ich in der Menüleiste auf Properties, die sogenannten Eigenschaften. Wenn ich jetzt eine Box markiere, sehe ich die Einstellungen, hier das Preset, was ich per Encoder einstellen würde, oder bei einem Bass, Delay und Crossover. Wenn ich jetzt zwei unterschiedliche Top-Teile markiere, sehe ich hier auch das Preset für ein T8 und ein T12 gleichzeitig, praktisch bei kombinierten Arrays. Das gleiche geht auch bei kombinierten Bässen, also ein S1521 und ein S30 beispielsweise, könnte ich hier gemeinsam auf eine Crossover-Frequenz umschalten. Das Properties-Fenster rechts zeigt uns immer den kleinsten gemeinsamen Nenner, also bei einem T12 und einem Bass ist das dann nur noch Mute. Das geht auch für Mehrfachselektionen, jetzt wenn ich zum Beispiel die unteren T8 und die oberen T8 einzeln markiere oder ein ganzes Array markiere, wir möchten alles auf Preset 5 stellen. Dann nur die beiden oberen auf Preset 4, alles rechts über das Properties-Fenster. Jetzt gucken wir uns mal das Fenstermanagement von DVA Network an. Dafür öffne ich mal hier die Gruppen und die Funktionen sowie die Systemübersicht, die sogenannte System Summary. Es wirkt jetzt alles etwas unübersichtlich, deswegen sortieren wir uns das mal um. Alle Fenster im DVA Network kann man sich schnappen, indem man die linke Maustaste gedrückt hält. Und dann sieht man schon, lässt sich oben, unten, links wie rechts andocken. Mit dem Klick auf diesen kleinen Pfeil nach unten kann man dann auswählen, was man mit dem Fenster machen möchte. Zum Beispiel Float. Dann schwebt das Fenster über der Applikation. Lässt sich auch in der Größe variabel einstellen. Ich gehe hier nochmal drauf, klicke auf Dock as Tab Document, dann taucht das hier als Karteireiter auf, wie man das so aus dem Webbrowser kennt. Das gleiche machen wir mit dem Gruppenfenster auf den Pfeil, Dock as Tab Document, und auch mit dem Summary auf den Pfeil. Dann tauchen alle Fenster hier schön nebeneinander auf, aber das ist Geschmackssache, man kann das auch alles rechts oder alles oben hin docken, je nach Gusto. Als nächstes schauen wir uns die Zoom-Funktionen an, die sind oben in der Menüleiste. Sieht man diese Lupensymbole sowie diese Gittersymbole. Das gehen wir jetzt systematisch durch. Als erstes wäre hier Zoom In. Damit vergrößert man den Zoom-Faktor. Mit der Minuslupe geht es wieder raus. Mit Fit All sieht man alles, was auf dem Bildschirm ist. Alle erkannten Devices werden so groß wie möglich dargestellt. Wenn man das jetzt verschiebt, nach hier zum Beispiel, entspricht das eher der Aspect Ratio des Monitors. Zoom Fit. Habe ich auf Pan gestellt, kann mich dann verschiebenderweise bewegen im Workspace. Mit Zoom kann ich eine Box zeichnen mit gedrückter linker Maustaste, um mir einen Ausschnitt anzuzeigen. Mit Zoom Fit gehe ich wieder raus aufs System. File Save zum Datei speichern. Hier gebe ich einen Dateinamen an. Die Dateiendung ist RDW für RDNet Workspace.
Genauso kann ich über File Load auch Dateien laden. Ich lade jetzt hier mal noch ein anderes Projekt. Da ist es auch schon. Und weiter geht's dann in Kapitel 5.